Hallo liebe Kommunionkinder, ich bin die Sophia und ich bin Ministrantin hier in Hammelburg. Dieses Jahr aufgrund von Corona darf ich euch wenigstens über YouTube auf eurem Weg hin zur Kommunion begleiten. Deswegen fangen wir heute auch gleich mal an, und zwar mit den Bewegungen in einer Kirche. Überlegt mal, welche Bewegungen sind euch schon ganz besonders bei euren Eltern vielleicht aufgefallen, bevor sie in eine Kirche gehen oder während des Gottesdienstes zum Beispiel? Bis jetzt habt ihr wahrscheinlich einfach nachgemacht, was eure Eltern gemacht haben. Aber heute zeige ich euch, was damit alles so auf sich hat. Diese Schilder findet man oft an Kircheneingängen. Überlegt doch mal für euch zu Hause, was könnten sie bedeuten? Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, dieses Schild hier heißt nicht rennen und dieses Schild hier heißt leise sein. So, das heißt jetzt, fangen, spielen und laut rumschreien in der Kirche, das geht nicht. Klingt erstmal nicht so spaßig. Aber warum ist es eigentlich so? Mit unseren Bewegungen und unseren Gesprächen wollen wir auf gar keinen Fall andere Kirchenbesucher stören, die gerade mitten im Gebet sind. Wenn wir beten, also mit Gott sprechen, dann brauchen wir dabei ganz besonders viel Ruhe und wollen nicht unterbrochen werden. Das heißt, dass wir langsam gehen in der Kirche und leise reden, ist ein Zeichen des Respekts gegenüber anderen Kirchenbesuchern, aber auch gegenüber Gott. Denn die Kirche ist ja sozusagen Gottes Haus. Mögt ihr es, wenn man in eurem Haus einfach so rumrennt und rumschreit? Wahrscheinlich nicht, oder? Vielleicht geht es Gott ja ähnlich. Vielleicht habt ihr bei euren Eltern ja schon mal gesehen, dass sie eine Kniebeuge machen, bevor sie in die Bank gehen. Diese Kniebeuge geht dann Richtung Altar. So, die Frage ist aber jetzt, wie geht eigentlich so eine Kniebeuge? Das ist gar nicht so schwierig, ich mache es euch einmal vor. Und zwar beugt ihr das rechte Knie und das linke Bein geht aber locker mit. Das rechte Knie setzt ihr auf den Boden auf und den Oberkörper haltet ihr beide schön gerade. So, jetzt dürft ihr daheim einmal mitmachen. Rechtes Knie beugen, linkes Bein geht locker mit, Oberkörper dabei gerade und den Fuß, den setzt ihr hinten einfach locker auf. Perfekt. So, jetzt aber natürlich die Frage, warum machen wir überhaupt eine Kniebeuge? Wenn wir eine Kniebeuge machen, machen wir uns klein. Aber nicht, weil Gott uns klein hält oder uns unterdrückt. Keiner und keine von uns muss sich klein machen, damit Gott bei ihm oder bei ihr ist. Mit einer Kniebeuge zeigen wir, keiner und keine von uns ist der oder die Größte. Mit Gott und vor Gott dürfen wir klein sein, weil wir darauf vertrauen können, dass er uns unter die Arme greift und wieder aufrichtet. Genauso ist es auch, wenn wir uns im Gottesdienst hinknien. Dabei halten wir die Hände hier vorne und halten den Oberkörper schön gerade und legen uns dabei nicht so in die Bank. Ne? Wir wollen uns ja vor Gott nicht zusammenkommen. Ich habe schon gesagt, wir knien vor Gott. Wir Christen glauben, dass Gott in Brot und Wein während des Gottesdienstes bei uns ist. Deswegen knien wir auch während der Wandlung von Brot und Wein. Wir knien, weil wir glauben, dass Gott dann ganz besonders nah bei uns ist. So, wenn wir jetzt knien, dann müssen wir natürlich auch wieder aufstehen. Das machen wir auch ganz oft im Gottesdienst. Mit Gott können wir groß sein. Er stützt uns und hält und greift uns unter die Arme, auch wenn wir dafür vielleicht selbst manchmal nicht die Kraft haben. So, jetzt kümmern wir uns noch um die letzte Bewegung in der Kirche. Und zwar die Verneigung. So, vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen, wenn zum Beispiel die Ministranten oder die Ministrantinnen sich vor dem Altar verneigen oder auch vor dem Pfarrer, wenn sie ihm die Gaben bringen. Wie geht jetzt so eine Verneigung? Ich neige den Kopf und die Schultern leicht nach vorne, sodass ich Richtung Boden schaue. Der ganze Oberkörper, so ungefähr, geht aber nicht dabei mit. Das soll ja keine Zirkusverneigung sein. Wir gehen nur mit dem Kopf und den Schultern nach vorne, sodass ich nach unten gucke. Macht doch gleich mal daheim mit. Kopf und Schultern gehen nach unten. Der Oberkörper bleibt aber dabei mehr oder weniger gerade. Wunderbar. So, jetzt, warum machen wir eine Verneigung, wenn wir doch auch schon eine Kniebeuge haben? Eine Verneigung ist ähnlich wie eine Kniebeuge ein Zeichen des Respekts und der Verehrung. Das heißt, wenn ich mich dir gegenüber verneige, dann respektiere ich dich. Nicht nur das,
ich verehre dich sogar. Was heißt jetzt so genau eigentlich verehren? Wenn ich dich verehre, dann bewundere ich dich und finde dich wirklich toll. Wenn wir uns vor Gott verneigen, dann möchten wir Gott damit sagen, Gott, ich bewundere dich. So, jetzt seid ihr echte Profis in Sachen Bewegung in der Kirche. Und im nächsten Gottesdienst, so denn dann mal wieder einer stattfindet, ein öffentlicher, dann wisst ihr ganz genau Bescheid und müsst nicht mehr nur nachmachen. So, bis dahin, passt auf euch auf und bleibt gesund und dann hoffe ich, dass wir uns bald in der Kirche wiedersehen.